Zentrale 2730 ruft Sie. Detroit 9000. 9000. Officer in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten ist gar kein Ausdruck, wenn es um den größten Raub des Jahrzehnts geht und Sie sich in Detroit befinden, Amerikas Hauptstadt der Killer. Aber von diesem Augenblick ab kann ich meine Kandidatur für das Gouverneursamt bekannt geben. Wenn Schwarz und Weiß aufeinandertreffen, wird es heiß. Doch wenn sie auch noch Gangster sind, dann brennt die Luft. Ich frage Sie, wieso es keinen Polizeischutz gab? Wenn er nur Weiße gewesen wäre, hätten bestimmt ein Dutzend Polizisten Dienst gehabt. Du drückst mir ein, verstehst du? Klar, was ich vorhabe, aber es muss echt aussehen. Lieutenant Dan Bassett hat im schwarzen Bezirk ganz schlechte Karten. Und steht immer auf dem falschen Fuß. Sergeant Jesse Williams war mal Football-Profi. Jetzt spielt er nur noch mit gezinkten Karten. Klingt es verrückt, aber wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir auf die Lösung stoßen und den Fall knacken, Danny. Das ist ein großzügiges Angebot, aber ich danke dir herzlich, Jesse. Das ist mein Fall. Wenn ich Hilfe brauche, werde ich dich rufen. Ich glaub euch Bullen einfach nicht. Noch nie hat ein Feier seinen Namen gesagt. Ihr traut euch ja nicht mal untereinander über den Weg. Roby ist meist in der Horizontalen tätig und hat nur eins im Sinn. Geld. Ferdy, ihr smarter Beschützer, dem der Ärger bis zur Hutkrempe geht. Baby, willst du, dass ein Zuckerschnäuzchen ins Gras beißt, hm? Das kann sehr leicht passieren. Die haben mich auf der Abschussliste. Detroit 9000. Bei der Nummer gibt's Ärger. Den müssen Sie sehen.